Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Herzlich willkommen zur neuen Folge Depp und Deppert. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch vielleicht, ha, Zocki hat ja heute mal wieder massig Bock auf den Scheiß. Nein, habe ich gar nicht, denn wir schreiben Folge 51 und wie es bei den Einser-Folgen so üblich ist, bei den Folgen nach dem Quiz, habe ich das Quiz verloren. Und Krischi freut sich riesig, weil ich muss ja jetzt... Sexualterror der entfesselten Vampire. Okay, das war so Hammer. Geil. Das war richtig Hammer. Das war so geil. Ich habe mich, wie gesagt, bei dem Neshi habe ich mich geärgert, weil ich den tatsächlich auf dem Zettel hatte und das erst sagen wollte, bevor ich auf Sado kam. Ja, du tust mir wirklich so wahnsinnig leid, dass du noch höher gewinnen hättest können. Aber ja, das wäre so toll es gewesen. Ging das Quiz so aus, wie es erwartbar war. Krischi hat gewonnen und Zocki muss jetzt heute wieder irgendeinen Scheiß machen. Damit meine ich nicht grundsätzlich einfach nur hier mit Krischi sitzen und reden müssen. Nein, ich habe als Strafe für das Verlieren des Quizzes eine braune Papiertüte bekommen. Und das ist jetzt quasi nicht das Doggy Bag, wo mir Jim Carrey mein eigenes Herz drinnen serviert. Nein, das hier ist so eine Papiertüte. Krischi kennt das noch von seinen ersten Sexualerlebnissen. Nur bei ihm hat man es immer mit einem Plastiksackerl versucht. Ich darf jetzt die gesamte Folge so moderieren. Ich habe mir das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, ist mir einen Sichtschlitz hineinschneiden, dass ich halt noch am Bildschirm sehen kann, worüber wir sprechen können. Aber ich kann euch versichern, es ist nicht wirklich leiwand. Also, ja. Ich kann dich ja gerade nicht sehen. Setzt du es schon auf? Ja, ich hab's schon auf. Du hast es schon auf. Dann siehst du jetzt, ich hab's ja in der Probe gesehen. Du siehst aus wie der schwarze Ritter von Monty Python. Allerdings bist du eher der braune Ritter. Ja, was ich nicht politisch Sack sehen würde, sondern in deinem Fall eher, ja, du warst mal wieder scheiße. Ja? Nimm ein Sackerl für dein Gackerl in diesem Fall. Ja? Oder ich freue mich für das Publikum, dass sie dich dieses Mal dann auch nicht mehr sehen müssen. Ja? So also auch jetzt haben die YouTube-Zuschauer die gleichen Vorteile wie die Spotify-Zuhörer. Die müssen dich nicht sehen. Du darfst jetzt aber trotzdem das Thema ansagen. Ich komme mir ein bisschen vor wie Lord Buckethead, aber ist ja egal. Und wir haben uns gedacht, apropos Monty Python, wir sind in der letzten Zeit draufgekommen, dass Listenfeatures überraschend genial sind. Also wir haben ja zuletzt über die beschlagnahmten Filme gesprochen und das war aus zwei Gründen, war das eine unglaublich geniale Erfahrung. Weil erstens, es hat euch überraschend wahnsinnig interessiert und zweitens, es war überhaupt kein Arbeit. nein, auf jeden Fall, uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach über random Filme von irgendeiner Liste zu sprechen, ohne dass wir jetzt irgendwo einen Zusammenhang sehen müssen. Nein, uns werden die Filme einfach serviert und wir sagen live, was wir uns dazu denken. Und deswegen wollen wir dieses Konzept weiterführen und haben uns jetzt zwei weitere Listen rausgesucht, die wir in den nächsten Folgen dann behandeln werden. Und zwar aufgelegt die Listen mit den besten und schlechtesten Filmen aller Zeiten. Und da gibt es natürlich 7000 verschiedene Listen. Wir haben uns gedacht, damit für euch nachvollziehbar ist, gehen wir nach den Listen der IMDb. Das heißt, die IMDb Top 250 wird eine neue Reihe, die wir quasi 2022 mit euch durchgehen, alle paar Wochen mal wieder. Und natürlich werden wir auch alle paar Wochen dann abwechselnd die IMDb Bottom 100 durchforsten. Aber wir haben uns gesagt, wir beginnen zur Abwechslung mal mit den guten Sachen und starten... Auch weil da schon mehr sind. Genau. Und starten mit den 250 besten Filmen aller Zeiten laut IMDb Publikumsvoting. Das kann natürlich von dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, sich verändern. Es sind ja in der Zwischenzeit auch ein paar Filme von der Beschlagnahmeliste rausgeflogen. Aber ist ja wurscht. Fangen wir einfach an, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, wir kommen sehr schnell voran. Ja, weil ich kenne Platz 250 ist ein Film, der
laut IMDb 96 heißt oder 96 oder wie auch immer, ein indischer Film. Und da kenne ich mich so gar nicht aus. Ich sehe auch schon wieder die Laufzeit von 2 Stunden und 38 Minuten. Es ist ein Drama-Romanzenfilm, in dem mit Sicherheit eine Menge getanzt wird. Und ich kann diesen Hype nicht nachvollziehen. Also natürlich ist es klar, dass das indische Publikum das toll findet. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass man hier so auf diesen Kram so sehr abfährt, erschließt sich mir nicht. Also ich werde dieses Review, diese Filmvorstellung jetzt so professionell halten, wie man es von einem YouTuber mit Papiersack am Kopf erwarten würde. Bollywood ist scheiße! Und ganz ehrlich, das sag ich als jemand, und du wirst jetzt wahrscheinlich halb vom Sessel fallen, der heute 4 Bollywood-Filme gesehen hat. 4! Oh Gott, du arme Sau, warum? Weil ich ja noch den Zweitkanal habe für die Pork and Knuckles Show, und da haben wir, nächstes Wochenende wird gefilmt, ein Themenmonat Bollywood, und da musste ich 4 Filme schauen. Und ich dachte mir, am Anfang habe ich es ja noch relativ gemütlich gemacht mit Commando, a One-Man Army. Das ist quasi ein Bollywood-Kurzfilm, der dauert nur 2 Stunden. Aber dann hatte ich Main Huna, so eine College meets Matrix Version, wo man wirklich sagen muss, wenn man die ersten und die letzten 20 Minuten von dem Film hernimmt, ist das Ganze ja fast schaubar, aber die 2 Stunden dazwischen sind unerträglich. Und dann der letzte Film, den der Kollege ausgesucht hat, ich drücke auf Play und was lese ich? 3 Stunden 34 für eine schnülzige Kitschsülze, wo es darum geht, dass irgendjemand eine Frau haben will, aber die ist aus der falschen Kaste und deswegen ist der Papa böse. Und ich drücke dir Sachen auf wie Rocky. Fucking also, wow. Stunden. Und ja. Ich fand das wirklich, also ich fand das heute nämlich aus dem Grund eine aggressive Form der Langeweile, weil nicht nur, dass mir unerträglich fad war beim Anschauen, aber ich konnte auch nicht einmal, so wie man es bei langweiligen Filmen normal macht, neben beim Handy spielen, weil ich einige von den Filmen sogar nur auf Indisch mit englischen Untertiteln hatte. Und die ganze Zeit mitlesen musste bei diesem Topfen, den die da von sich geben. Ist der hier dabei gewesen? Nein. Zufällig? Nein, und der klingt doch vom Thema wirklich nach einem Film, der, finde ich, in den besten Filmen aller Zeiten einfach nichts verloren hat. Ja, aber irgendwer muss ihn ja lieben. Gut. Geh mal weg, was uns da wir haben, gehen wir natürlich, durch. Also 250 Check. So. Ne, wir sind echt die großen Cineasten. Platz 249, Die Braut des Prinzen von 1987. Da kann ich tatsächlich was zu sagen. Kennst du Die Braut des Prinzen? Ich überlege, ich bilde mir ein, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, was tragisch ist, weil ich habe damals schon das alte Zavi-exklusive Steelbook gekauft. Ich habe natürlich die wunderschöne 4K-Edition von Turbine und bin noch nicht dazugekommen, herauszufinden, ob sich jetzt entweder einer der Hauptdarsteller einen Fuß absägt, ob jemand anderer die ganze Zeit aus dem Off irgendwas erzählt, ob irgendwer mit einem Glasauge herumläuft, ob man vielleicht versucht, irgendwelche Straftäter einzufangen oder wrestelt. Ich glaube, jetzt habe ich durch, oder? Carrie Elwes, ich kann dir aber sagen, dass die Braut des Prinzen die ganze Zeit Jenny genannt wird. Jenny? Ja, damit du auch Robin Wright mit drin hast. Ach so, okay. Das ist nämlich Jenny von Forrest Gump. Die Braut des Prinzen, tatsächlich ein Film, der in den 80ern, als ich eigentlich in dem Alter war, wo ich ihn hätte gucken müssen, nicht geguckt habe. Und als er dann von Turbine kam, habe ich mir das Pressewurst zukommen lassen und habe den geguckt und hatte schon so Magenschmerzen damit, so Fantasy-Filme mit Liebesgeschichte und dachte ich so. Und boah, was ist das für ein geiler, gut gealterter Film. Mann, ist der geil. Regie Rob Reiner, das wusste ich erstmal nicht. Rob Reiner hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht, Stand By Me. Da werden wir später, glaube ich, auch dazu kommen. Da gehe ich fast davon aus, dass uns der irgendwann begegnet. Ich habe es noch nicht durchgeguckt, die Liste. Nein, also Cary Elwes als Prinz
der undercover unterwegs ist nachher, weil alle denken sollen, er ist tot. Wie gesagt, Robin Wright, wundervoll als Prinzessin, Mandy Patinkin dabei, genial, das ganze, diese ganze Fantasy-Geschichte ist von daher völlig in Ordnung, weil die hat eine Rahmenhandlung, und zwar ist ein Junge krank, das ist der Junge hier, Fred Savage aus Wunderbare Jahre. Der ist krank zu Hause und sein Großvater kommt vorbei. Peter Falk, Columbo, und der liest ihm aus diesem Märchenbuch vor. Und das Geile ist, je nach Stimmung des Jungen, der irgendwann so gelangweilt ist, verändert er die Geschichte, weil er dann so merkt, oh, das ist langweilig. Oder so, wenn es so zu den Handlungssachen kommt, das können wir auch überspringen. Komm, wir gucken mal, wo wieder was los ist. Hier kämpfen sie. So geht Das das ist in dem cool. Film ab. Das total, und das macht unglaublich Spaß. Das Ding ist wirklich, hat einen geilen Wortwitz, ist unglaublich fix. Der Film geht 98 Minuten, ist also auch, da kommt keine Langeweile auf. Und es ist kein alberner Familienfilm. Den kann man als Erwachsener super gucken. Wir haben ihn ohne die Kinder geguckt und haben uns köstlich amüsiert. Und der ist toll. Das klingt irgendwie toll. Wir haben unsere Kinder rausgeworfen und dort hatten wir Nein, die einen waren schönen abends schon. Tag. Nein, die hatten Schule, waren früh im Bett, und wir haben den abends geguckt, und wir hatten nichts erwartet, und das Ding war total geil. Ja, das klingt geil. Ich hab ihn, wie gesagt, auf der Liste. Er steht eh wahrscheinlich so, dass man ihn sogar sehen kann im Bild. Nein, jetzt habe ich ein bisschen umgebaut, jetzt steht er weiter vorne. Aber ich freue mich auf den Film, ich möchte den unbedingt sehen, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Kannst du mit Frau wunderbar machen, ihr werdet euren Spaß haben, glaub mir. Ja, das klingt gut. Dafür, Ich überlasse dir gern den nächsten. das ist wirklich nett von dir. Ja, so bin ich. Bist du so lieb und liest zumindest den Titel vor? Also, um mich mal lächerlich zu machen, ja, mache ich. Demon Slayer Mugen Train steht hier als englischer Ja, du bist Titel, ein Arsch. aber In der ja. IMDb steht doch Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha Hen. Ist offensichtlich ein Demon Slayer-Film. Das ist natürlich eine ganz wichtige Information für all diejenigen, die grundsätzlich wissen, was Demon Slayer ist. Ich sehe einen Anime. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass der Trailer, der da bei der IMDb gerade bei mir läuft, ziemlich gut ausschaut und wirklich schön animiert ausschaut. Und dass diese deutsche Blu-ray-Box, die da von Peppermint Anime veröffentlicht wurde, auch absolut großartig aussieht. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, meine komplette Anime-Sammlung zu Hause kann ich fast an einer Hand abzählen. Also, ich habe natürlich die absoluten Kult-Anime-Sammlungen. Sachen wie Akira, Ninja Scroll und solche Sachen habe ich zwar, aber auch zu einem großen Teil gar nicht einmal gesehen. Die Sachen, die mich wirklich interessieren würden, vielleicht kommen jetzt die Anime-Fans bei unseren Zuhörern, also falls davon jetzt noch wer übrig ist nach den letzten 2 Minuten. Gib mir einen Tipp, was ich suchen würde, wäre sowas wie Mad Bull 34, wo sich jemand Handgranaten an die Schamhaare tackert. Das ist was, das mich interessiert. Das klingt jetzt. Was? Ja, du hast mich schon richtig verstanden. Das klingt wirklich spannend. Aber Demon Slayer, ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht meine Welt, der komplette Anime-Bereich, vor allem wenn ich dann in der Inhaltsangabe lese, sie haben ihr Rehabilitationstraining im Schmetterlingsanwesen abgeschlossen. Ja. Ja. Hey, ich hab früher, ich weiß noch, wenn ich irgendwie von der Arbeit früh nach Hause kam, irgendwie oder aus der Ausbildung früh nach Hause kam, weil Berufsschule war, dann habe ich mir nachmittags tatsächlich auf RTL 2 Sailor Moon angeguckt. Und Dragon Ball und so Scheiß, und es hat Spaß gemacht. Nein, ich bin genauso ratlos wie du. Also der Anime-Markt ist ja riesig groß. Ja. Ich habe früher, habe ich, als ich damit anfing, 18, 19, natürlich habe ich ja Akira gesehen und Fist of the North Star und den ganzen Uwe-Fien kam mit den ganzen Tentakel-Sex-Sachen, wo die Jungfrauen zerrissen wurden, und boah, war das abgefahren. Crying Freeman, das habe ich alles früher geguckt. Bin dann irgendwann ausgestiegen, habe dann nochmal so zwischendurch so ein paar wie Perfect Blue, den ich ziemlich beeindruckend fand, gesehen.
Und bin jetzt mit den Kids erst so wieder bei Ghibli angekommen, wo ich sagen muss, die haben wirklich tolle Filme und das müsst ihr euch angucken. Da kommt bestimmt auch noch was, gehe ich mal davon aus. Ganz sicher. Wie so etwas wie Demon Slayer dann hier mit reingerät, das ist mir dann auch schon so ein bisschen schleierhaft. Also in Ja, diesen Listen, das klingt immer so, okay. also man kann sich ziemlich sicher sein, dass dieses Ende von dieser Liste, das sind jetzt wahrscheinlich die Filme, die halten sich jetzt nicht wahnsinnig lang auf dieser Top-Liste. Die fliegen Nein, halt jetzt gerade nein. rein, weil der Film ist wahrscheinlich recht neu, der ist aus 2020, ist erst von 44.000 Leuten bewertet worden, ist jetzt gerade raufgeschossen in der Popularität. Ich würde jetzt tatsächlich fast vermuten, vielleicht könnte das daran liegen, dass der Film vielleicht in Japan oder in Amerika jetzt gerade irgendwo bei Netflix reingeflogen ist und ein paar Leute haben ihn gesehen, deswegen solche Sachen. Ich glaube nicht, dass das ein Film ist, der wahnsinnig lang auf der Liste bleibt. Wahrscheinlich ist er schon gar nicht mehr drauf, wenn diese Folge veröffentlicht ist. Wahrscheinlich, aber Ja. wir müssen uns ja bemühen, zumindest irgendwie unsere Halbwissen und unsere Geschmacklosigkeiten zumindest auch noch unaktuell abzuliefern. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich auch überhaupt gar nicht bewandert bin, Nein. was auch an meinem Alter liegt und auch an meinem Interesse, weil die Nächte der Cabiria, ein Federico Fellini-Drama aus Italien, ist nicht meine Weltfilm, auf die ich jetzt irgendwie großartig abfahre. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, also manchmal muss ich ja solche Sachen auch für Pantoffelkino gucken, wenn es in den Wunschfilm irgendwie mal reinkommt. Es ist einzeln für sich gar nicht, das macht auch Spaß. Aber es ist jetzt nicht das Gebiet, wo ich mich, wenn ich jetzt abends Feierabend habe, sage, boah, Federico Fellini, Schatz, wie wär's? Hol schon mal den Käse und den Rotwein. Wir machen uns einen schönen Abend. Nein, das heißt eher so, ich hole das Bier, Cop Shop ist auf Netflix mit Frank Grillo und hier, ach Gott, wie heißt er? Bruce Komm da. Willis, der spielt sicher mit, der spielt überall Nein, mit. nein, nein, hier, Olympus Has Fallen. Jetzt mache Morgan ich gerade Freeman. Ah, wahnsinnig. Gerard Butler? Jared Butler und ja. Na? So, das ist dann so eher unser Abendprogramm. Da fällt dann ein Federico Fellini eher dann flach. Ja, ich werd's wieder mal ganz dezent formulieren, so wie man sich's von einem YouTuber mit Papiersackel am Kopf erwarten würde. Wie oft höre ich das heute noch? Arthouse ist Ist scheiße. es? Also, ich muss. Nein, das ist es auch Nein, nicht. ich weiß, es gibt immer wieder Ausnahmen. Und natürlich stolper ich immer wieder auf Ausnahmen. Und selbstverständlich sind gute Filme gut. Persönlich sage ich halt immer, es gehört quasi keine große Kunst dazu, mit einem guten Film Spaß zu haben. Probier mal an, was Schlechten Spaß zu haben, weil da gehört ein bisschen Eigeninitiative dazu. Aber ich muss echt sagen, wenn ich die Wahl habe, ob ich mir jetzt Der Pate oder Sharknado anschaue, das ist keine Wahl. Da fliegt Sharknado in den Player und zwar gleich zweimal, weil den kannst du in Ja, der dann drehe Zeit, ich auch durch. wie Pate läuft, kannst du einmal Sharknado anschauen. Kannst du zweimal Sharknado anschauen. Und das macht halt einfach mehr Spaß. Und deswegen, ich kann mit Arthouse nichts anfangen. Dann freust du dich auf Platz 246. Machen wir es kurz. Andrei Rubljow. Ja, Moment, Ein russischer den. Film mit einer Laufzeit von 3 Stunden 25. Jawohl! Aus dem 15. Jahrhundert, irgendwas 15. Jahrhundert, bla Ja, bla, russische Geschichte. zumindest ist er noch aus 1966. Genau, ich kenne keine einzige Person, die an diesem Film mitgewirkt hat. Toll. Und kam von iStore mit ekelerregendem Cover in der Reihe russische Filmklassiker. Ja, es wird wahrscheinlich die wenigsten überraschen. Ich kenne das nicht. Nein, da bist du mit mir in bester Gesellschaft. Das kenne ich auch nicht. Nehmt es Ah, uns nicht übel. aber Beim ganz, nächsten na, Gebiet, ganz, ganz, ja? ganz klar, für mich, damit ich mir noch ein bisschen Watschen abhole in der heutigen Folge, für mich ein relativ gutes Zeichen dafür, dass ich mir den Film nicht anschauen möchte, ist, wenn er veröffentlicht wird von der Criterion Collection, weil das sind, ich meine, gut, sie haben Dinge wie Robocop und Armageddon auch gebracht. Beim zweiten verstehe ich bis heute nicht, wie das passieren hat können. Aber das ist halt Ja. wirklich so eine Arthouse-Bude sondergleichen und das schrillen bei mir gleich einmal die Alarmglocken, wenn ich mir denke, oh, der Film könnte mich interessieren. Ui, Criterion.
das klingt nach Arbeit. Und solche Sachen wie Irishman, wenn du das anschaust, das ist halt einfach nicht Vergnügen zum Schauen, das ist Arbeit. Aber gut, genug Shit gestormt. Jetzt kommt was, das könntest du kennen dann, oder? Könnte ich, aber auch da bin ich tatsächlich raus. Ich hatte damals das schon in der Hand, aber ich habe also zumindest die Folgen damals nicht gesehen. Neon Genesis Evangelion, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. The End of Evangelion. Ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Nö. Aus diesem Neon Genesis-Universum. Da gibt es ja mehrere, das weiß ich. Ja. Und ich kenne leider keinen. Das mag super sein. Also, wie gesagt, ich mag Animes und es gibt einfach zu viele, um da alles zu kennen. Und den kenne ich nicht. Und ich glaube, du auch nicht, oder? Nö. Aber man muss ja echt sagen, ich meine, wie heißen sie? Leonine Anime, genau. Die haben ja jetzt tatsächlich erst im Dezember letztes Jahr eine wunderschöne Blu-ray-Box gebracht mit 7 Discs mit eben den ganzen Filmen und dem Komplett-Ding mit Buch und so weiter dazu. Schaut extrem geil aus und kostet auch extrem geile 200 Euro, dieses Ding. Dementsprechend habe ich es noch nicht in meiner Sammlung, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich mir denke, wenn diese Edition irgendwann einmal im Preis fällt, besteht da durchaus eine Chance, dass ich mir das hole, weil eben das Neon Genesis Evangelion ist einfach eine Art, ist einfach ein Anime, von dem ich schon so oft gehört habe, dass ich den auf jeden Fall irgendwann einmal sehen möchte. Ja, das, wenn sich die Zeit mal gibt, aber gehen wir weiter. Auch das wird, glaube ich, sehr kurz ausfallen. Also wir sind wirklich, also wir sind echte Cineasten. Auch Platz 244, Schlacht um Algier. Ein italienischer Kriegsfilm von 1966. Ein politischer italienischer Kriegsfilm, der mit 8,1 in der IMDb zurzeit steht. Ich kenne ihn nicht. Nö. Ist in Amerika veröffentlicht worden von der Criterion Collection. Was sagt ihr das? Arbeit. Ja. Und ich kenne ihn auch nicht. Und ich glaube, aber ich glaube, es geht auch um so ein angenehmes, leichtes, gemütliches Sonntagnachmittag-Familienunterhaltungsthema wie Völkermord oder irgend sowas. Also. Ja, und jetzt muss ich mich schon wieder outen als Nicht-Cineast. Das wird jetzt wird es langsam für die Cineasten peinlich. Platz 243 zurzeit, Fanny und Alexander. Von 1982 von Ingmar Bergman. Und ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch keinen Ingmar Bergman-Film gesehen. Nope. Ja? Da bin ich dann doch wieder, da bin ich dann, das ist, muss ich wahrscheinlich irgendwann nachholen auch, aber auch da bin ich jetzt gar nicht so scharf drauf bei allem, was es an Filmen gibt und ich weiß, was es ist, deswegen, aber jetzt, Platz 242. Also du hörst dir gar nicht an, was ich über den Film Wichtiges sagen kann. Ich weiß, dass du den nicht kennst. Ja, aber ich wollte dir drei ganz wichtige Wörter sagen. The Criterion Collection. Klingt nach Arbeit. Und damit können wir auch schon wieder weitergehen. Aber zumindest möchte ich noch nachschauen, ob der Film zumindest auch irgendwie 2,5 Stunden oder sowas. Nein! 189 Minuten. So, und bevor wir jetzt zum nächsten Film kommen, muss ich ganz kurz, wenn ich manchmal schmerzverzerrt gucken sollte, ich muss diese ganz kurze Anekdote mal kurz einwerfen. Ich hatte letzte Woche die Zahnarztbehandlung des Grauen. Man stelle sich vor, es ist Silvester und mir bricht meine Krone raus aus dem Backenzahn. Naja, gut, ich hatte die Krone gerettet, dachte, geht zum Zahnarzt Anfang Januar und sage, Krone rausgebrochen. Ja, kleben wir rein. Oh, nee, kleben wir nicht rein, der Zahn ist zerbrochen. Der muss raus. Da muss, das ist eine längere Tortur, die auf mich zukommt, da muss ein Implantat rein. Lange Rede, kurzer Sinn, der Zahn muss raus. Letzte Woche Mittwoch war der Termin zum Zahnziehen. Naja, ist ja, ne, der liegt super, der kommt schnell raus. 90 Minuten später war ich eine Leiche. Es ist so gewesen, der Zahn war zack raus. Die erste Wurzel war auch zack raus. Die zweite Wurzel lag in einer Entzündung, die nicht betäubt werden konnte, weil es eine Entzündung war. Und sie kam nicht an diese Wurzel ran.
Der Knochen musste aufgesägt werden, alles Mögliche. Es dauerte 90 Minuten. Es war mit diversen Schreien meinerseits verbunden, weil wenn sie dann gezogen hat und ich an diese Spitze der Wurzel kam, bin ich fast gestorben. Und hinterher zeigte mir dann die Helferin, nachdem ich von Kopf bis Fuß durchgeschwitzt auf diesem Stuhl saß, so, wollen Sie mal sehen, was in Ihrem Mund war? Und dann lag da ein von Blut umhülltes, weißes Bällchen von ungefähr einem halben Zentimeter Größe. Das ist die Entzündung, in der die Wurzel lag. Au. Das ist jetzt alles noch genäht und ich leide etwas. Ich wollte jetzt nur ein wenig Mitleid. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nur Hebel in den Kommentaren, aber es ist mir egal, ich wollte es loswerden. Denn dafür kenne ich Platz 242 sehr, 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 sehr gut. Es ist nämlich Before Sunset, der bisherige Mittelteil der Before-Trilogie. Man weiß nicht, es mag sein, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren, eigentlich wäre es jetzt fällig, wenn es einen weiteren Teil geben würde, noch einen weiteren Film machen, weil das Leben von Jesse und Celine geht ja weiter. Sie leben ja noch. Kennst du etwas von diesem Before-Film? Nein, ich hab nur deswegen lachen müssen, weil ich habe in die OFDP geschaut und das Erste, was ich gesehen habe, ist die Before Trilogy, amerikanische Blu-ray von The Criterion Collection. Ist aber, wie ich finde, überhaupt gar keine Arbeit, ist großartig. Es geht eben, es ist die Geschichte, also diese drei Filme umfassen jeweils im Abstand von 9 Jahren die Liebesgeschichte von einem Amerikaner, Jesse, gespielt von Ethan Hawke, und einer Französin, Julie Delpy, spielt sie, Celine, die eben in Frankreich lebt. Und die treffen sich im ersten Teil zufällig in Wien. Genau, Aber es also ist ein du Film. hast von dem Film auf jeden Fall schon einmal Ja, geredet. das hier ist der Das zweite weiß ich. Teil. Hier treffen sie sich nach 9 Jahren wieder und haben 2 Stunden Zeit. Sie haben 90, nee, sie haben 90 Minuten Zeit, glaube ich. Dann muss er seinen Flieger kriegen. Dann muss er zum Flughafen. So, und die beiden sind in Echtzeit dann mit langen Kamerabegleitungen und wenig Schnitten sind die eben durch Paris unterwegs und sie unterhalten sich und kommen sich wieder näher in Echtzeit, in 90 Minuten mit den, also zwar gestellten Umgebenheiten eben dieser Stadt. Und das ist so unglaublich, das ist erstmal unglaublich, die beiden spielen unglaublich sympathisch, das ist total kurzweilig, weil das, was sie reden, hat eben auch Substanz und es ist interessant, was sie reden. Und der Film ist eben auch schnell, weil er spielt in Echtzeit und hat eben dieses, ne, hat ganz tolle malerische Stellen von Paris und es ist einfach großartig. Richard Linklater, ein toller Regisseur, hat ganz tolle Filme gedreht und ich kann dir das nur ans Herz legen. Gibt eine ganz tolle Box jetzt zum Studiokanal mit allen Filmen drin. Die Before-Trilogie. Na, ich würde ja tatsächlich fast davon ausgehen, dass. Warte mal. Was wollte ich sagen? Ah Das ja, abgefahren dass ist. wir die anderen, die anderen Linklater-Filme irgendwann einmal auch wieder sehen werden hier in dieser Ja, also Liste. das sind aber auch wirklich, das sind viele von, wirklich geil. Und also Before Sunset ist auch wirklich großartig. Der dritte fällt ein kleines bisschen ab, aber auch nur ein kleines bisschen. Ja. Also für mich ist es übrigens total genial, weil nachdem du jetzt vorher schon um Mitleid gehascht Ja. hast, möchte ich gleich wieder mal um Verzeihung bitten, sollte ich jetzt irgendwie ein bisschen herumschnupfen anfangen, weil ich schaffe das irgendwie in letzter Zeit aus stauballergietechnischen Gründen überhaupt nicht mehr, wenn ich irgendwas vor dem Gesicht habe, relativ nah. Mir fängt jetzt schon mal extrem unangenehm die Nase zum Rinnen an. Also, Das finde ich schön. ja, und ich muss dauernd aufziehen. Es ist wirklich, wirklich Arsch. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Die ersten paar Minuten habe ich noch relativ gut durchgehalten. Aber ja, es wird wirklich unangenehm, genauso unangenehm, wie ich es mir übrigens vorstelle, wenn man den Film Es geschah in einer Nacht sehen muss, aus dem Jahr 1934, tatsächlich mit Clark Gable, den man kennt. Ja, eine Frank Capra-Komödie, das muss nicht wirklich schlimm sein. Wobei, ja, ein Film von 1934 ist natürlich in den Sehgewohnheiten, das ist schon, Anders. das ist anders.
Aber wer weiß, manche von denen sind auch wirklich komisch. Also wenn sie es wirklich geschafft haben, Frank Capra war ja ein großer Regisseur und Clark Gable war ein großer Star. Ist auch nicht meine Generation Film, die ich oft gucke. Ich kenne den hier auch nicht. Aber ja, Warte mal. durchaus wahrscheinlich gerechtfertigt, dass er in dieser Liste ist. Aber ich warte mal, ja. Mir fällt gerade auf, Ja. dass dieser Film einer der sogenannten Big Five ist. Und deswegen wundert mich echt, dass dieser Film so weit unten Naja. aus dieser Liste ist. Moment mal. Und zwar. Die Big Five, das sind die Oscars für den besten Film, das beste Drehbuch, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Das sind die fünf Haupt-Oscars. Und wenn Ja. mich nicht alles täuscht, gibt es genau drei Filme, die diese ganzen Big Five gewonnen haben. Bin ich dir nicht sogar schon einmal am Arsch gegangen? Ja, ich kenne die Bei einem Frage. Quiz, dass du das wissen musst, und das war nämlich 1934, genau, ich habe es sogar noch auswendig gewusst, die anderen, war es, es geschah in einer Nacht. 1975 war es dann, einer flog übers Kuckucksnest, und 1991 war es das Schweigen der Lämmer. Ja, ich erinnere mich an diese Frage. Trotzdem habe ich diesen Film noch nicht Nein, gesehen. ich auch Jetzt nicht. muss ich. Warte, warte, warte. Ich muss kurz etwas. Ich muss noch mal den Rainer glücklich machen. Den Rainer? Der hat es doch kommentiert. Kalmund? Dass ich. Ach so, ja, stimmt. Rainer K., der immer Dass meint, ich. du Ich quälst. will. Nein, nein, er hat schon gemeint. Wohin? Es geht gleich wieder los. Alter. Ja, er will Leckerli, kriegt er gleich Aber auch, aber ist halt. er schaut aber eher aus wie ein bisschen ein Jammerlappen, weil. Also wenn das ihm wirklich unangenehm wäre, dann würde er, glaube ich, eher Nein, weggehen oder würde nein, dich hauen. das ist ihm nicht unangenehm, der ist einfach nur sauer, weil ich ihn auf den Arm nehme. Im wahrsten Sinne des Wortes sind wir doch alle. Weil er ja lieber das hier möchte. Jetzt schnauft er einmal kurz, jetzt kriegt er das. Jetzt schicke ich ihn wieder raus und dann können wir gleich weitermachen. Aber du kannst uns ja erzählen, was du uns in der Zeit, was zu Platz 240. Ja, da musst du aber bitte relativ schnell gehen, weil so viel habe ich nicht. Also, ich beginne einmal damit zu versuchen, den Titel richtig auszusprechen. Nausikae, die Prinzessin aus dem Tal der Winde. Das dürfte irgendwo ein Gebirgszug in Mexiko sein, wo sie halt den ganzen Tag Bohneneintopf essen und ein bisschen scharfe Fajitas. Und die kommt deswegen aus dem Tal der Winde. Nein, es ist der nächste Anime, den ich auch nicht kenne. Ja, aber ich habe ihn sogar. Er steht genau da mit den ganzen anderen Steelbooks aus der Studio Ghibli Collection. Es ist ja auch ein Original quasi, ein echter Hayao Miyazaki. Wo ich dazu sagen muss, dass ich weiß, dass Miyazaki, das wahrscheinlich zu sagen, Miyazaki ist der japanische Walt Disney, eine Beleidigung für Hayao Miyazaki ist. Und ich weiß, dass die Ghibli-Filme extrem viele Fans haben. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, mir auch nur einen einzigen davon anzuschauen. Aber sie stehen definitiv auf der Liste und sie sind was, das mich wirklich interessieren würde. Ich kenne drei, vier Stück und die sind alle super. Den kenne ich allerdings auch schon wieder nicht. Aber auch das würde ich irgendwann, also wie gesagt, da sind wir bei den Ghiblis, aber da haben wir jetzt länger nichts gesehen, aber das kommt noch. Den nächsten Film, den habe ich mal gesehen, als er neu war. Das ist schon ewig her. Der ist von 2007. Into the Wild. Von Sean Penn gedreht. Mit Emil Hirsch, der auswandert. Das ist eine wahre Geschichte vom Typen. Ich glaube, der ist nachher. Ist er verhungert? Ich glaube, er ist verhungert. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte Also nur. ich weiß nicht mehr, wie es ist. Der ist jedenfalls gestorben. Eine wahre Geschichte ist interessant gemacht.
aber ist nicht so haften geblieben. Und das war die Zeit, als irgendwie nachher die Kinder kamen und ich habe das nur so halbherzig geguckt. Aber gute Besetzung. Ja, ich muss jetzt an der Stelle auch ganz kurz einen wichtigen, für diese Folge unerlässlichen Kommentar absetzen, weil über den Regisseur des Films rede ich mit meiner Frau tatsächlich ganz, ganz oft. Okay. Weil meistens sage ich zu ihr so Dinge wie: Hey, schauen wir noch einen Film oder gehst du Sean Penn? Oh Gott. Sehr gut. Also du hast natürlich keine Ahnung von Into the Wild. Nicht den blassesten. Also ich habe diese wunderschöne Edition von Steel Archive, was natürlich ein cooles Label ist dafür, dass die, ich glaube, es ist aber dafür, dass sie Steel Archive heißt, trotzdem nur ein Scanner, wo Keepcase drinnen. Das ist ein bisschen ironisch, aber die Zeichnung von dem Cover Artwork ist einfach nur beeindruckend. Also das ist eines der wunderschönsten Dinge, die man in seiner Sammlung haben kann, aber das ändert halt nichts daran, dass mich der Film irgendwie nicht interessiert. Tja, der nächste Film ist auch ein Film, den ich, der in der Filmtippwand der hiesigen Videothek immer stand, den ich mir noch nie angeguckt habe, Amores Perros, so ein Thriller, der aus mehreren Perspektiven mit so Sozialbezug ist das, glaube ich, und es hat mich auch nie wirklich gejuckt. Nee. Und 2 Stunden 34 in so einem Fall sind dann auch immer nicht gerade hilfreich. Oh, 2 Stunden 34. Nächster Film, bitte. Ja. Und da kommen wir zu einem Film, den du immer noch als Hausaufgabe hast und den du gucken Ja, musst. wobei ich vielleicht an der Stelle tatsächlich mal was Sinnvolles dazu sagen möchte. Weil Amores Perros ist ja von Alejandro Iñárritu, der ja auch Birdman und Revenant gedreht hat, Ja. wovon ich Birdman auch wirklich cool fand. Ja, bestimmt ist Amores Perros auch ein guter Film, aber es hat Ja, mich nie gejuckt. nein, es hat mich tatsächlich wirklich nie gejuckt, wobei ich jetzt echt sagen muss, von diesen ganzen Arthouse-Geschichten, die wir da jetzt hatten, und das ist ja, weißt, das ist ja für mich schon eine Warnung. Bei Criterion Collection, da muss man sich halt darauf vorbereiten, dass man gewarnt ist, was einen da erwartet. Ich weiß, dass auch Indicator, was ich sogar sammel, eine relativ hohe Arthouse-Quote hat. Aber ich meine, wenn Studio Canal sein Sublabel schon Arthouse nennt, dann halt noch dazu falsch geschrieben. Das ist irgendwie eine interessante Mischung aus Kunst und because poor literacy is cool. Ich meine, natürlich, das Wort auf Deutsch wäre richtig, aber ich würde es halt so nicht schreiben. Aber egal. Kommen wir zum nächsten Film. Das ist tatsächlich der erste auf dieser Liste, den ich gesehen habe. Du hast ihn gesehen, dann übernimm ihn doch. Was? Übernimm den Film, wenn du ihn gesehen hast. Ja, ich nehme ihn eh, aber ich meine, wollen wir uns den nicht aufheben für die Boxfilmfolge? Ja, wir können ja, ja, okay, also Rocky, reden wir dann an anderer Stelle nochmal drüber, Ja, genau. ich würde sagen, das macht mehr Sinn. Ich meine, es wundert mich aber tatsächlich auch, dass Rocky so weit unten auf der Liste ist. Ja. Vor allem, weil es. Aber von all, es sind ja so, es gibt ja so unendlich viele Filme und da kommt ja doch einiges. Ja, aber zum Beispiel verstehe ich nicht, warum dann Rush alles für den Sieg einen über Rocky ist. Wobei ich tatsächlich sagen muss, der Film war geil. Ja, Rush war tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe gar nicht gewusst, also um was es geht. Ich wusste gar nicht, dass es um Niki Lauda ging in diesem Film. Was erwartet man im Hollywood-Film ja nur auch nicht wirklich. Daniel Brühl passt perfekt in die Rolle. Chris Hemsworth ist natürlich der Schönling auf der amerikanischen Seite, aber eigentlich geht es ja tatsächlich um Daniel Brühl. Und Ron Howard ist ein guter Regisseur, hat viele gute Sachen gemacht und ist hier handwerklich auch das Ding. Macht Spaß, also der macht Spaß als Lebensgeschichte, als erzählte, weil er ja auch spannend erzählt ist mit den Rennen. Ja, und das ist jetzt irgendwie etwas, da war ich total überrascht, weil den habe ich mir. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso dieser Film damals in meinem Player gelandet ist, weil es fällt mir sehr schwer zum Ausdruck zu bringen, wie scheißegal mir Autorennen sind. Mir auch, aber Also. im Film können die sehr spannend sein. Ich interessiere mich nicht für Autos generell, aber Autorennen sind für mich, generell Sport ist für mich was dermaßen Langweiliges, weil wenn ich Sport machen will, dann mache ich ihn. Aber anderen Leuten beim Sport machen zuschauen, das ist in meinen Augen wirklich das Allerallerschlimmste.
Und deswegen habe ich auch keine Fußballbiografien und so weiter gesehen. Aber vielleicht war es eben einfach wirklich die Tatsache, dass ich Niki Lauda kenne und Niki Lauda natürlich schon eine sehr wichtige Figur in Österreich ist, dass man sich denkt, okay, das interessiert mich dann schon ein bisschen. Aber der Film hat meine Erwartungen echt übertroffen. Der war spannend gemacht, der war Ja. gut gespielt. Der hat mir echt gefallen, muss man einfach Ja, sagen. also Rush, alles auf Sieg, Leute, wenn ihr den nicht kennt, unbedingt mal gucken, ist wirklich gut. Und jetzt kommen wir gleich wieder in heimische Gefilde. Endlich was Ja, Türkisches. endlich! Endlich! Wobei ich muss, glaube ich, jetzt an der Stelle gestehen, dass ich diesen Film da reingewählt habe, nur damit du drüber reden kannst. Esgia, der Bandit, Der Bandit mit mit alles und scharf. aus dem Jahr 1996, ein türkisches Drama. Das gibt's auch, wenn du zu viel scharf auf deinen Döner nimmst, dann hast du auch ein türkisches Drama hinterher. Du bist gemein. Ach ja, hier steht, der Bandit Baran wird nach 35 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er will Rache und sucht nach seiner Geliebten. Er hat vielleicht ein bisschen vergessen, dass seine Geliebte jetzt dann auch offensichtlich 35 Jahre älter ist und ich weiß nicht, wer dann eine so alte Frau noch suchen wird. Aber nein, das. Ja, wundervoll. Ich kenn's nicht. Aber ganz kurz, wer sich das anschauen möchte, findet das Ganze tatsächlich, habe ich gerade in der OFDB erfahren, auf dem Streaming-Service Turk on Video. Schön. Das ist offensichtlich das türkische Pendant von Netflix. Ich würde jetzt auch gerne nachschauen, was das dort kostet oder so, aber man wird sich wird kaum überrascht sein, diese Seite ist auf Türkisch. Ja, Und das ist komisch. für mich ein bisschen ein Hindernis. Das ist quasi mein türkisches Drama. Aber apropos Drama, ouch, reisen wir ein paar Jahre in der Zeit nach vor und zum Hotel Ruanda. Ja, Hotel Ruanda habe ich tatsächlich, weil meine Frau, die damals noch nicht meine Frau war, den gucken wollte, im Kino an einem Sonntagabend gesehen und muss sagen, sagte er so, oh, ob du da Bock drauf hast, der ist großartig. Der ist wirklich toll erzählt. Das ist 1994 in Ruanda, Unruhen, im Völkermord quasi. Und Don Cheadle spielt so ein Hotel, ja, er ist ein Hotelmanager, der eben die Leute bei sich im Hotel aufnimmt und ihnen das Leben rettet. Und Alter, da sind Szenen drin, wenn die Leichen, was da für Leichenberge, wenn die mit den Autos fahren und plötzlich hoppelig fahren. Und dann lichtet sich der Nebel, dann sieht man, dass das nur Leichen sind, über die sie rüberfahren. So, Alter, das ist ein Film, das lässt einen nicht kalt. Joaquin Phoenix spielt auch mit. Ein spannendes Historiendrama ja nicht, wobei es historisch ist, was da passiert ist, aber ein spannendes Drama, ja, schon thrillerartig erzählt. Wow, toller Film. Ja, Wirklich toller Film. ich muss tatsächlich sagen, jetzt, wo ich die Besetzungsliste lese, also Joaquin Phoenix, Nick Nolte, ich meine, Don Cheadle Ja. ist auch immer absolut Don Cheadle großartig. ist toll in der Ist, Rolle. er ist auch generell ein toller Schauspieler, der leider ganz, ganz unterschätzt ist. Nee, das ist ein ganz, also das ist auch wirklich ein ganz toller Film. Absolut, absolut sehenswert. Auch wirklich keine Sekunde langweilig. Nee, ist echt gut. Und ist tatsächlich ein Film vom Regisseur von Raubfischen in Belfast. Okay. Ein einziger Augenblick, Mutter und Söhne und The Promise dann aus 2016 mit Christian Bale. Der hat nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber Ja. grundsätzlich Dinge, die jetzt vom Thema her nix sind, was mich jetzt gleich einmal anspringt. Das Tribunal hat er auch geschrieben mit Bruce Willis und Colin Farrell. Und im Namen des Vaters 1993 mit Daniel Day-Lewis war sein allererstes Drehbuch. Auch der interessiert mich irgendwie gar nicht. Nee, mich auch nicht. Ein IRA-Terror ist natürlich ein interessantes Thema irgendwie, aber nein, ich bin da halt, was Filme betrifft, schon eher so auf der, ja, Monster, Blut und Schleim und so Welle.
Dann wird der nächste Film auch nichts für dich sein. Nein! In the Mood for Love, der Klang der Liebe, Wong ist ein Kar-wai, Film, oder? Wong Kar-wai, ja. Genau. Und Wong Kar-wai, ich habe tatsächlich In the Mood for Love, habe ich nie gesehen. Ich habe aber damals zu meiner Hongkong-Filmzeit, als ich alles Mögliche aus Hongkong im Original, im kantonesischen Original mit englischen Untertiteln geguckt habe, seine ersten beiden Filme geguckt, nämlich As Tears Go By und Days of Being Wild, mit Maggie Cheung, die hier ist sie ja auch dabei, die ganz toll erzählt waren. Ich habe nicht mehr viel Erinnerung, weil das ist 20, 25 Jahre her, aber ich weiß, dass ich mich da nicht gelangweilt habe und ich weiß, dass das Chungking Express ein gutes Drama war. In the Mood for Love kenne ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die heute noch so funktionieren. Ich habe keine Ahnung, es klingt auf jeden Fall was. Ich habe nämlich gerade in der OFDB geschaut, ich besitze einen Film, den Wong Kar-wai geschrieben und produziert hat, nämlich Flaming Brothers mit Cho Yun-fat und Alan Tang. Das ist aber auch ein Action, das ist auch wieder so ein Heroic Bloodshed-Drama, ja, wo sie am Ende im Kugelhagel draufgehen. Ja, und das war auch eine DVD, die ich damals eben irgendwo bei Amazon UK, ich glaube um 1 Euro mir geholt habe, kurz bevor dann diese Zollscheiße begonnen hat. Du hast in The Mood for Love immerhin als Hauptdarsteller Tony Leung, und zwar den Tony Leung, es gab nämlich zwei Tony Leung, das weiß ich noch, der in Hardboiled mitspielt. Ja, und Infernal Affairs, oder? Ja, Infernal Affairs das war Andy Lau. War da auch bei? Steht zumindest in der UFDB. Ja, dann ist er auch dabei. Dann ist er auch dabei. Bullet in the Head, Chinese Ghost Story 3. Gesicht kenne ich. Das Gesicht. Und Maggie Cheung kennt man auch. Natürlich. Wenn man Mainstream guckt, kennt man nämlich aus Sachen wie dem Police Story Film als Freundin von Jackie Chan. Also, das sind so diese typischen Hongkong-Gesichter, die man ja sonst auch aus anderen Filmen kennt. Ich glaube schon, dass das ein guter Film ist. Den würde ich mir auch eher angucken. Das Ding ist, diese Wong Kar-wai-Sachen sind auch nicht so elendig lang. Der geht auch nur 98. Stimmt. So, und dann ist das auch nicht so, dann ist das auch nicht anstrengend, wenn die Dinger gleich so 3,5 Stunden geht. Oh. Ja, aber magst du wissen, wer ihn in Amerika veröffentlicht hat? Lass mich raten. Kriterium? Ja! Klingt nach Arbeit. Ja, nein, habe ich nicht. Bin ich aber schon oft wirklich dran vorbeigegangen. Also bei mir war da tatsächlich diese komplett unfilmwissenschaftliche Überlegung, so wie, ich mag asiatische Filme, den könnte ich mir, es klingt nach Kunst. Wobei, Film, der mittlerweile... Zwei müssen wir noch, dann haben wir die 20 voll. Nein, aber ein Film, der als Kunst sicherlich anerkannt ist, aber finde ich überhaupt nicht in diesen negativ gemeinten Bereich reinfällt, sondern einfach großartig ist, Das Leben des Brian. Gar nicht mein Lieblings-Monty Python. Der da wäre? Ich finde tatsächlich, dass der Sinn des Lebens ist eigentlich mein Lieblings-Monty Python. Ja. Den höre ich seltener als in diesem Satz. Ich weiß. Und ich gucke auch gerne die erste Sketch-Sammlung fand ich viel besser hier. Wunderbare Welt der Schwerkraft. Okay, ich glaube, den habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Das sind im Endeffekt nochmal neu gedrehte Sketche aus der Fernsehshow, nur mit besserem Timing, wie ich finde. Und da sind so geile Sachen drin, wie das Ding mit dem Papagei und da ist viel drin. Also das sind die kurzen Sachen mag ich lieber, aber Leben des Brian natürlich. Always look on the bright side of life. Großartig. Badum, 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 badum. Macht natürlich auch unheimlich Spaß, hat viele schöne blasphemische Dinge und die Tatsache, dass der Film in Deutschland immer noch nicht feiertagsfrei ist, macht es eigentlich obligatorisch, ihn endlich jetzt mal dieses Jahr mit den Kindern an Karfreitag zu gucken. Ja. Alternativ natürlich John Rambo, aber weil auch nicht feiertagsfrei. Ja. Ich glaube, ich nehme das Leben des Brian. Ja, nein, es ist, aber ich finde, der Film ist auch die Definition von nicht feiertagsfrei, weil es ist, man muss tatsächlich irgendetwas, man kann, finde ich, viel über religiöse Fundamentalisten sagen, aber relativ wenig davon über ihren Humor. Ja. Und ich glaube, dass dieser Film niemals jetzt diese Anerkennung
bekommen wird, dass die Kirche sagt, wir finden das jetzt geil. Man kann einfach nur froh sein, dass sie mittlerweile nicht mehr diesen Einfluss haben, dass sie irgendwie mitentscheiden können, ob das verboten wird oder so irgendwas. Also wir dürfen es ja zumindest schauen, ohne dass wir nachher ausgepeitscht in den Kerzer gesperrt und irgendwie gefoltert und gevierteilt werden. Also das ist ja schon mal ein Futter. Ja, das stimmt. Wobei ich Ja. bei manchen Filmen, über die wir heute schon gesprochen haben, tatsächlich glaube ich lieber gefoltert und gevierteilt werden würde, als mir die anzuschauen. Ja, beim nächsten Film würde ich mir den zwar anschauen, aber tatsächlich gehört er zu den Filmen von Alfred Hitchcock, die ich schlichtweg nicht kenne, weil ich von seinen frühen Filmen nur sehr wenige kenne. Es geht um Rebecca. Ja. Rebecca, ne, ein früher Hitchcock 1940, das war also die Zeit, als er noch nicht die Regielegende war, aber durchaus ja, versierte Arbeit, 8,1 in der IMDb, Mystery, Drama, Film Noir, aber mit Laurence Olivier in der Hauptrolle und Joan Fontaine, die ich habe neulich, letzte Woche tatsächlich auf Arte reingeseppt und da lief nachmittags mich auch ein Film, wo ich erst gar nicht wusste, dass das auch ein früher Hitchcock war. Und zwar war das der ein Jahr später entstandene Verdacht mit Cary Grant, Okay, wo ich habe. sie meint, er könnte der Mörder sein. Und der war ganz spannend, hat allerdings ein unglaublich schwaches Finale. Und ich glaube, also, dass ich Hitchcock. Also für mich ist Hitchcock erst wichtig in der Zeit, wo es losging hier mit bei Anruf Mord, Fenster zum Hof, immer Ärger mit Harry, über den Dächern von Nizza. Das war so die Zeit, da fand ich ihn wichtig. Davor ist es für mich nicht so unglaublich interessant. Ja, ich habe nur kurz lachen müssen, weil wie ich den Film in der OFDB eingegeben habe, das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, ist die amerikanische Blu-ray von... Verderben. Ernsthaft? Wow. Wobei das halt... Ah, das ist aber ein Film, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Video und in welchem Zusammenhang ich diesen Schmäh einmal gebracht habe, aber... Wir kennen ja so viele deutsche Kinovertriebe, oder? Von Konstantin, Tobis, bis hin zu den ganzen Großen. Aber es gibt einen, dessen Name für mich immer was ganz Besonderes ist. Und das ist das unheimlich wunderschön melodisch klingende Schorcht. Was? Ja, der deutsche Kinovertrieb von Rebecca hieß Schorcht. Okay. Schorcht. Schorcht. Schacht. Und das weiß ich noch, dass ich irgendwann einmal, vielleicht erinnert sich irgendein ein Stammzuschauer von meinem Kanal dran, ich habe letztes Jahr, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztes Jahr war, irgendeinen Film ausgepackt, wo eben auch ein altes Kinoplakatmotiv, glaube ich, von Schorcht verwendet worden ist und habe mir eben einen Spaß gemacht, in diesem Video das Wort Schorcht immer so grauslich wie möglich zu betonen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, welcher Film das ist. Vielleicht weiß es irgendwer von euch. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man in Österreich aufs Klo geht, ich meine, du kennst wahrscheinlich das klassische Brunzen. Das wird dir ein Habe Begriff ich schon mal sein. gehört. Ja. Aber es in den ländlicheren Gegenden sagt man ja eher Sorchen. Also ist in Österreich tatsächlich Schorcht ein vollständiger grammatikalisch korrekter Satz. Ja, das war alles, Wundervoll. was ich über Rebecca sagen kann. Ja, dann sind wir heute am Ende mit Platz 231. Das Spannende wird jetzt, diese Liste verändert sich ja. Ja. Wenn wir das nächste Mal einsetzen, so in ein, zwei, drei, keine Ahnung, wann wir das jetzt demnächst machen, machen wir ja mit Platz 230 weiter. Mal sehen, inwieweit das dann noch chronologisch so weitergeht. Das wird sehr spannend. Ja. Vielleicht haben wir dann plötzlich wieder Rebecca. Mal sehen. Ich Keine mein Ahnung. jetzt also zumindest die ersten also zwei, drei Folgen werden wir uns vielleicht noch ansatzweise gemerkt haben, über welche Filme wir schon geredet haben, falls da irgendjemand Platz tauscht. Aber natürlich nach 200 durchbesprochenen Filmen geht das dann nicht. Aber ich freue mich zum Beispiel schon auf die aktuelle Nummer 159, Uzala der Kirgise. Hm.
What Tja, the fuck? ja, den müssen wir dann wohl gucken. Da sage ich höchstens, Utsala, das habe ich vergessen. Wahrscheinlich eine Blu-ray von Criterion. Und wahrscheinlich auch eine, die ich nicht habe. Aber egal. Wahrscheinlich nicht. Ihr habt es auf jeden Fall für heute überstanden. Das war's mit dieser Folge Depp und Deppert. Und ich werde jetzt ganz ehrlich... Warum zum Schluss? Gut, dass ich den gesehen kann. Ich hab's überstanden. Bis in 10 Wochen, wenn ich das nächste Quiz verloren habe und wieder irgendeine Scheiße mache. Man sieht übrigens, finde ich, auch in der Kamera ein bisschen mein leicht rötliches, verschwitztes, verquollenes Gesicht von diesem in den das Plastik reinatmen. Es war wirklich sehr nett. Jetzt weiß ich auch, was die Leute immer gemeint haben mit Rezina Sackel. Das war's für heute. Eben, wie gesagt, heute Depp und Deppert ist zu Ende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Donnerstag, same time, same station, mit einer neuen Folge. Ich glaube, nächste Woche kümmern wir uns dann um die, also untersten Filme auf der IMDb Bottom 100. Das ist dann wahrscheinlich eher meine Liste, wo ich mich ein bisschen mehr auskennen werde. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, zu whatever. Das war's. Schöne Woche, bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.